Glas fasziniert, lebt in vielen Farben, gibt Atmosphäre. Glas ist ein Werkstoff, der Handwerk, Architektur und Industrie begeistert. Glas ist ein Material, das unser Leben täglich in jedweder Form begleitet. Menschen, die beim Formulieren in Schwärmen geraten, leben für Glas. Wir haben ein Werkstoff, Glas, das ist so faszinierend, da gibt es so viele neue Möglichkeiten, Produkte zu entwickeln, Verfahren, Funktionen darzustellen. Und insofern sind wir alle hier angesteckt von diesem Thema Glas und wir leben mit Glas und wir lieben das Glas. Reinhard Cordes führt das Unternehmen Frerichs Glas bereits in der dritten Generation. Das mittelständische Familienunternehmen gehört zu den führenden Flachglas- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Lieferungen erfolgen bis in das angrenzende europäische Ausland. Für eine reibungslose Verarbeitung und adäquaten Vertrieb sorgen 160 Mitarbeiter an den Standorten Lüneburg und Verden. Rund 40 Tonnen Basisglas, das entspricht einer Isolierglasmenge von 70 Einfamilienhäusern, werden täglich verarbeitet. Die Produktpalette ist umfangreich. Verbundglasscheiben, Wärmedämmglas, Showerguard, einem Spezialverfahren hergestelltes Glas für den Sanitärbereich, Kleinst- und Großaufträge bis hin zu individuellen Lösungen oder Visionen in Glas. Alles ist möglich. Für funktionierende Produktionsabläufe garantiert die morgendliche Teamleiterrunde. Sie ist ein wesentliches Instrument in Sachen Mitarbeiterkommunikation. Auch Reinhard Cordes pflegt eine offene Mitarbeiterführung. Ich bin nicht der emotionslose Unternehmer, der schweigend durch den Betrieb geht, sondern ich gehe schon auf die Menschen zu und sage, was ich meine und erwarte aber auch umgekehrt, dass die Mitarbeiter mir sagen, was sie meinen. Ein Unternehmer muss erkennbar klare Ziele haben. Die Mitarbeiter müssen wissen, auf welchen Weg sie mit ihm gehen. Er muss die ganzen Instrumentarien der Betriebswirtschaft beherrschen und er muss seine Mitarbeiter mitnehmen. Ja, er muss sie abholen, wo sie sind. Er muss mit ihnen in Gesprächen, in Diskussionen, auch in Auseinandersetzungen zur Not, um diese gemeinsamen Ziele kämpfen und versuchen, dass alle der Überzeugung sind, das ist der richtige Weg, da gehen wir mit. Das Unternehmen Frerichs Glas pulsiert, ist in Bewegung, erlebte gute und weniger gute Jahre. Offen wird über die Misserfolge der 90er Jahre in Polen und Ostdeutschland geredet. Doch wer aus Krisen lernt, ist gestärkt und revidiert auch schon mal eine Entscheidung in Millionenhöhe für einen Neubau. Eigentlich hatte ich den schon für 2000 geplant und da haben wir sogar eine Grundsteinlegung gemacht und ich musste nachher meine Entscheidung zurücknehmen. Ich habe das nie bereut, denn es wurde in den Anfang der nach 2000 doch ziemlich ruppig in unserer Branche und es war gut, dass ich dieses Investment zu dem Zeitpunkt nicht gemacht hatte. Die gläserne Fabrik steht seit 2008 und die angrenzende Expansionsfläche ist gekauft. Der Erfolg dieses Investments spiegelt sich nicht nur im Glas, sondern auch in Umsatzzahlen wider, die heute weit jenseits der 20 Millionen Marke liegen. Hinter diesem Erfolg stehen angemessene Unternehmensentscheidungen, die laut Reinhard Cordes nicht immer in Zahlen und Fakten belegt sein müssen, sondern durchaus eine emotionale Komponente haben können. Der umtriebige Unternehmer ist visionär. Er sieht seine Produkte in fertigen Bildern, um weiß diese zu vermarkten. Er veredelt nicht nur Glas durch Sandstrahlung, Ätzung, Gravuren, Siebdruck und realisiert die kühnsten Entwürfe. Reinhard Cordes veredelt künftig Glas in eine immer neu inspirierende Idee. Also wir haben ja ein sehr revolutionäres neues Produkt entwickelt, das bislang nach unserer Kenntnis einzigartig auf der Welt ist. Das heißt, wir können gläserne Fassaden zu Mega-Bildschirmen machen, Medienfassaden. Und an dem Projekt arbeiten wir sehr systematisch. Wir werden das im Januar auf der Bau 2011 in München der Presse und der Öffentlichkeit vorstellen. Und wir sind zurzeit dabei, die Voraussetzungen für eine Internationalisierung des Unternehmens zu schaffen. Das ist nicht easy going, das ist sehr schwierig, wenn man bisher hauptsächlich regional unterwegs gewesen ist. Also da haben wir große Anstrengungen noch vor uns und auch Akquisition von neuen Mitarbeitern, die dafür kompetent sind. In 10 Jahren sehe ich uns als internationalen Anbieter von Mediafassaden auf der Technologie, die wir begonnen haben. Das Unternehmen Frerichs Glas will und muss unique sein. Ein Vorreiter, der Alleinstellungsmerkmale sucht. Auch bei der Förderung junger Mitarbeiter bis hin zur eigenen Nachfolgeregelung legt Reinhard Cordes ungewöhnliche Maßstäbe an.
Auch sein Sohn Simon Cordes, der bereits Wirtschaftswissenschaften international studierte, wird sich dem unterziehen. Aktuell entwickeln wir einen Familienkodex. Der soll Ende des Jahres fertig sein. Da werden die Spielregeln zwischen Familie und Unternehmen definiert. Wer nun ins Unternehmen geht, muss die Qualifikation dazu haben. Da wird es ein Gremium geben, ein Beiratsgremium, das die Anforderungen definiert und prüft. Und es kann nur ein Sohn das Unternehmen und die Verantwortung übernehmen, der auch wie ein fremder dritter Manager qualifiziert ist. Alles andere macht beide Seiten unzufrieden und ist keine Lösung. Verantwortung in puncto Nachfolge und Unternehmen, Verantwortung für immer neue Ausrichtungen sind Reinhard Cordes nicht genug. Er lebt zudem seit Jahren soziales und kulturelles Engagement vor. Für ihn ist das eine Verpflichtung und die große Chance in der Gesellschaft, etwas zu bewegen, vielleicht sogar zu verändern.